Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Gameplay-Video von Mass Effect 3 auf der Wii U. Wir sind mal wieder auf der Normandie zurück und heute wollen wir uns mal die Citadel noch genauer angucken. Dazu reisen wir erstmal hin und schauen mal auf die Galaxiekarte dafür. So, Sol Cash, die Mission ist erledigt. Wir verlassen den Orbit. Und reisen zum Massenportal und das bringt uns gleich zur Citadel hier im Serpentnebel. Gut, und hier haben wir sie schon. Das ist auch das einzige anfliegbare Objekt hier in diesem System. Da docken wir gleich an. Noch ganz kurz, die Citadel, das ist eigentlich der zentrale Anlaufpunkt schlechthin in Mass Effect 3. Hier gibt es eigentlich alles Mögliche von den ganzen Läden, sehr, sehr viele Leute, die einem Aufträge erteilen. Normandy, wir übergeben hiermit Ihre Andockfreigabe an einen Allianzbeamten. Das passt. Kaum wieder in Aktion will uns die Allianz schon ein Halsband umlegen. So heißen wir Sie eben willkommen, Flight Lieutenant. Ja, Ma'am. Erbitten Erlaubnis zum Andocken. Erlaubnis erteilt. Sollen wir ein privates Transportmittel bereitstellen? Das brauchen wir nicht. Nein, nicht nötig. In Ordnung. Da docken wir direkt an der Bucht an. Weil dann kann man hier ein bisschen mehr erklären. Was ich sagen wollte, die Citadel natürlich, die ist von den Proteanern erbaut worden, also diesem uralten Volk. Und keiner weiß so recht, warum eigentlich die Citadel gibt. Man benutzt sie aber einfach sozusagen als intergalaktische Zentrale. Also hier sitzt auch die Regierung oder hier haben viele der Aliens ihre Vertretung. So, wir sind jetzt hier an der Dockingbucht. Da ist die Normandy. Ja. Und dann schauen wir uns gleich mal hier diese ganze Station an. Shepard, hier drüben. Was, wie? Hier drüben? Ah. Dich kenne ich doch. Commander Shepard, es ist viel zu lange her. Wir leben in interessanten Zeiten. Ein bisschen zu interessant. Ich kam nicht bis zu Ihnen, als die Allianz Sie unter Arrest gehalten hatte. Vom Dienst suspendiert. Es war kompliziert. Das kann ich mir denken. Ich bin überrascht, dass es kein Militärprozess gab. Die Allianz glänzt nicht gerade durch Flexibilität. Es ist nicht mehr wichtig. Shepard, wegen der Erde. Mir geht's gut. Wir werden irgendwie Chancengleichheit herstellen. Wir müssen. Jeder hat eine Schwäche. Sogar die Reaper. Es tut mir leid, Shepard. Und Sie? Was führt Sie hierher? Ich muss mit einigen Leuten reden, wie Sie. Die Citadel ist ein guter Treffpunkt. Noch. Was hat die Allianz jetzt vor? Wir haben einen Plan. Ein Schuss ins Blaue. Wie üblich. Shepard? Es gibt da eine persönliche Sache, die ich erwähnen wollte. Worum geht's? Ich habe länger nichts von meiner Schwester Oriana gehört und mache mir Sorgen. Ihre Schwester? Ja. Ich will nicht überreagieren, aber nun, es passiert ziemlich viel. Ich dachte, sie wäre endgültig in Sicherheit. Ich auch. Vermutlich ist nichts, aber ich weiß einfach, dass mein Vater damit zu tun hat. Was ist passiert? Ich weiß nicht. Alles, was für ihre Sicherheit sorgen sollte, ist nicht mehr erreichbar. Kann ich dabei irgendwas tun? Ich weiß das zu schätzen, Shepard. Aber Sie sind beschäftigt. Wenn mir jemand eine Tür eintreten soll, rufe ich Sie an.
Aber bis dahin komme ich zurecht. Okay, ich verstehe. Ich muss diese Sache klären. Das werden Sie. Okay, so, Miranda. Das muss ich noch erklären. Das ist ein Mannschaftsmitglied aus dem zweiten Teil und ein ehemaliges Cerberus-Mitglied. So, at Cerberus ist natürlich diese Organisation, die wir jetzt bekämpfen. Allerdings im zweiten Teil haben wir für diese Burschen Aufträge erledigt. So, jetzt können wir hier noch untersuchen und ihr noch ein paar Fragen stellen. Das lassen wir jetzt aber. Ich muss zurück an die Arbeit. Und ich sollte verschwinden. Vorsichtig sein. Ich verspreche nichts. Ja, aber so komisch die Frau ist, sie ist immer noch recht sexy, recht sexy. Wie überhaupt alle Frauen in der Zukunft, alle haben irgendwie möglichst knappe Kleidung an und extrem körperbetonte Klamotten. Selbst hier. Hallo, Commander Shepard. Willkommen auf der Citadel. Kenne ich Sie? Ich bin Avina, eine interaktive virtuelle Intelligenz. Sie sind eine VI? Ja, ich biete an bestimmten interessanten Orten der Citadel Ratschläge und Hinweise an. Dies ist Andockbucht D24. Beachten Sie, dass C-Sicherheit aufgrund aktueller Vorkommnisse jederzeit Routineüberprüfungen von Identität und Waffenschein vornehmen kann. Ja. In Ordnung. Danke. Wenn Sie weitere Hilfe benötigen, wenden Sie sich bitte wieder an mich. Genau, bla bla bla. Das ist praktisch ein Infoterminal, den gibt es eigentlich auf jedem Deck der Citadel. Und die erzählt einem eigentlich, was es überall so für Bereiche gibt. So, jetzt geht's aber gleich mal weiter. Oh, Moment, gucken wir hier noch schnell runter. Commander Shepard! Ah. Diana Ellis. Was geht hier vor? Commander, Sie habe ich gesucht. Diana Ellis, Allianz News Netzwerk. Wir könnten einander helfen. Ich nehme an, Sie wollen ein Interview. Noch besser. Ich bin Militärreporterin für die Show Battlespace. Wir werden auf fast allen Ratsplaneten gesehen. Meine Produzenten wollen, dass ich auf ein Menschenschiff gehe und ich will auf die Normandy. Warum sollte ich das wollen? Kriege können im Schneideraum gewonnen oder verloren werden. Und dieser Krieg muss gewonnen werden. Ich habe eine Sicherheitsfreigabe der Allianz und arbeite ohne Team. Sie bekommen ein Vetorecht gegen meine Berichte. Kommen Sie damit zurecht oder muss ich weitersuchen? Sagen Sie Ihren Produzenten, ich bin einverstanden. Mal sehen, wie es funktioniert. Melden Sie sich so schnell es geht auf dem Schiff. Noch Fragen? Wie viel Platz bekomme ich? Eine Kiste voll. Zu Befehl, Commander. Tja, einer Dame in so knappen Klamotten, der kann man einfach nichts ausschlagen. Also kommt halt die Dame auch mal mit. Die gute Diana, was auch immer sie da noch bringt. Jetzt geht's erstmal auf ein anderes Deck. Mit dem Aufzug. Willkommen, Commander Shepard. Okay. Wählen Sie bitte ein Ziel aus. Ja, wir haben jetzt hier noch die weiteren Decks. Das ist ganz ähnlich wie auf der Normandy, nur in Größe. Die verschiedenen Decks. Zunächst mal geht's ins Krankenhaus. Das werdet ihr gleich sehen, warum ich da hingehe. Puh, das sind ganz schön lange Ladezeiten auf der Wii U. Das ist, also auf der 360 ist das kürzer. Egal. Gut. Ja, ich weiß, dass ihr Vorrat an modifizierten Medikamenten neigt. Was machen wir zuerst? Wir gehen erstmal zu diesem Gesellen hier. Den kennt man vielleicht, wenn man den zweiten Teil schon mal gespielt hat. Commander.
Als ich von der Erde hörte, wollte ich sie anrufen, bin aber nicht durchgekommen. Thane, schön, dass Sie noch in Form sind. Meine Krankheit tötet langsam. Bei guter Pflege und gesundem Lebenswandel habe ich noch ein paar Jahre. Laut Prognose müsste ich längst tot sein. Ich trainiere nur, weil es mir Spaß macht. Was machen Sie hier? Eine Freundin besuchen, die wegen mir verletzt wurde. Ashley. Die Dunkelhaarige auf der Intensivstation. Sie beginnt bald in meiner Gruppe mit der Physiotherapie. Das ist sie. Wenn sie Ihnen etwas bedeutet, helfe ich ihr so gut ich kann. Solange sie hier ist, steht sie unter meinem Schutz. Das weiß ich zu schätzen. Mein Leben ist fast vorbei. Ein guter Zeitpunkt für Großzügigkeit. Das Kepral-Syndrom hat die meisten meiner Pläne durchkreuzt. Ich habe mit der Normandy eine wichtige Mission und könnte sie brauchen. Ich bin nicht mehr derselbe. Ich brauche täglich medizinische Pflege. Und Sie wollen bestimmt gegen die Reaper vorgehen. Dafür brauchen Sie die Besten. Und dazu gehöre ich nicht mehr. Sie müssen nicht mit Kroganern ringen oder Hälse brechen. Wir finden sicher eine leichtere Arbeit. Ich bin mit mir selbst im Reinen. Es kommt der Moment, an dem man sich aus Krieg und Konflikt zurückziehen muss. Für mich ist er schon gekommen. Ich wünsche Ihnen alles Gute. Für Sie auch. Und keine Sorge. Ich habe gute Ärzte. Und meine Söhne besuchen mich. Vielleicht können wir ja über das Extranet Kontakt halten. Bis wir uns wiedersehen, Shepard. Tja, das ist jetzt eigentlich schon eine traurige Geschichte mit Thane. Der war eigentlich ein treues Besatzungsmitglied im Teil 2, aber, tja, er ist sterbenskrank. Es ist völlig geschmacklos, diese Einrichtung Huerta Krankenhaus zu nennen. Hier können wir, das kommt auch öfter vor, hier können wir zwei Streithähne unterstützen, also einen von beiden. Entweder hier die Krankenhausempfangsdame oder die Besucherin. Jetzt habe ich dummerweise natürlich mit meinem Geplapper nicht zugehört, was die hier wollen und worum es hier geht. Aber ich unterstütze jetzt einfach mal die Besucherin. Glauben Sie. Was geht hier vor? Ma'am, ich mache Ihnen einen Vorschlag. Sie kaufen uns Lebensrettungsgerätschaften für 90 Millionen Credits. Dann dürfen Sie das Krankenhaus nennen, wie Sie wollen. Nun kommt die Wahrheit ans Tageslicht. Meine Aufgabe hier ist erfüllt. Gut, das hatten wir auch erledigt. Aber eigentlich bin ich ja hier, um die gute Ashley zu besuchen, die hier irgendwo liegt. Ich versuche, die Grissom Akademie zu erreichen. Sie haben biotische Verstärker-Interfaces, die ich vielleicht für die Anwendung durch Asari adaptieren kann. Ich will eine Antwort, Lieutenant Commander. Die Galaxie braucht außergewöhnliche Soldaten wie Sie. Jetzt mehr denn je. Ich brauche noch Zeit. Sie bekommen meine Antwort, bestimmt. Ich bin sehr gespannt. Shepard? Odina, ich habe Ihre Mail gekriegt. Schon entschieden? Ob ich Inspektor werde? Noch nicht. Es ist eine Ehre, aber ich weiß nicht. Ich muss noch darüber nachdenken. Eine große Entscheidung. Nachdenken schadet nicht. Wie geht es Ihnen? Ganz gut soweit. Die Schwester sagt, Sie hätten nach mir gesehen. Ich war bewusstlos. Wir hatten keine Zeit zum Reden, wenn Sie sich dazu in der Lage fühlen. Ja, ich war nicht sicher, ob Sie das wollen. Sie haben auf dem Mars klargemacht, wo Sie stehen. Was meinen Sie damit? Sie gehören nicht mehr zu Cerberus. Fall abgeschlossen, Ende. Es ist wahr. Okay. Kontakt abgebrochen. In Ordnung. Es ist nur, wenn Sie die Befehle geben, muss ich auch auf Sie zählen können. Das geht mir genauso. Da draußen herrscht Chaos. Wir haben nur die Leute um uns herum. Wir müssen einander trauen, sonst klappt's nicht. Abgemacht? Abgemacht. Ruhen Sie sich aus. Wenn Sie was brauchen, geben Sie Bescheid. Shepard, Moment. Da ist noch etwas. Ich wusste nicht, ob ich's erwähnen sollte. Worum geht's? Meine Familie auf der Erde.
Ich habe nichts von ihr gehört. Es macht mich verrückt. Aber sie sind beschäftigt. Wir können später reden. Ich habe jetzt auch Zeit. Ich muss wieder zurück. Passen Sie auf sich auf. Sie auch, Shepard. Ja, mit Ashley kann man sich später noch unterhalten. Ich wollte es jetzt nur einfach besuchen. Mal und schauen, wie es ihr geht, weil sie soll ja später noch in die Mannschaft kommen. Und ja, das soll natürlich schön klappen. Die Prototypen sind wichtig. Wir brauchen die Biotik-Upgrades für den Kampf gegen die Reaper. Ich weiß, dass die Isma-Grenze nicht sicher ist. Ja, ja. Aber wenn wir die Prototypen nicht zurückbekommen, wird dieses Projekt überhaupt nichts erreichen. Das ist auch interessant, wenn man irgendwelchen Leuten zuhört im Vorbeigehen, die am lautesten plappern nämlich, bekommt man oft irgendwie so einen Nebenauftrag mit, wie jetzt eben hier an der Isma-Grenze oder wie die hieß. Moment, das gucken wir gleich mal nach. Hier, Isma-Grenze, Prototypenkomponenten, ja. Das können wir mal nebenbei machen. Aber jetzt geht's erstmal hier noch weiter auf der Citadel. Vielleicht sammeln wir einfach noch ein paar kleine Nebenmissionen mit ein. Hier gibt es mal nichts mehr. Nee, dann gehen wir auch wieder raus. Das reicht jetzt auch mal. Das war jetzt mal das Krankenhaus. Das war mal nur ein kurzer Einblick. Zwischendurch gibt es hier verschiedene Leute, die man hier besuchen kann. Hier gibt es noch einen Terminal, mit dem man Vorräte kaufen kann. Aha, hier gibt es auch nur ein Tool zu kaufen, Medigel-Kapazität. Das brauchen wir unbedingt. Oh, ach so, da kann man gleich mehr kaufen. Da kaufe ich gleich mal die zwei auch noch. Und das war's, okay. Medigel-Kapazität, ganz wichtig für die Außeneinsätze. Weil mit Medigel halt ihr ja eure Kollegen und auch euch selbst. Und deswegen braucht man da möglichst viel, weil das ist immer begrenzt. Ich glaube, am Anfang hat man nur 4. Kann man nur maximal 4 mitnehmen. Und das steigert sich dann, keine Ahnung, auf 8, 9. Gut, Normandy Dock, da waren wir gerade. Docks Wartebereich, da gehen wir jetzt mal hin. Hier sieht man noch einige Szenen aus der Citadel. Leider kann man hier natürlich nicht alles besuchen. Man kann, weil das Ding ist ja riesig, das ist eine gigantische Station, wie man ja hier sieht. Aber man hat eben nur diese Handvoll Bereiche, die man besuchen kann. Wäre natürlich schön, wenn das Ganze noch offener wäre. Ankunft in Andockbucht E24. Notunterkünfte für Zivilisten. Sie können die Leute nicht abweisen. Doch, das können wir. Sagen Sie Ihren Freunden, Sie sollen Ihr Schiff aus der Andockbucht manövrieren. Warten Sie bitte. Meine Familie ist an Bord. Lassen Sie. Können Sie nicht doch noch ein paar Leute mehr unterbringen, Officer? Und wer zum Teufel sind Sie? Oh, Commander Shepard. Wenn Sie dieser Ansicht sind, dann werde ich einen Platz für Sie finden. Meine Familie kann also andocken. Commander Shepard hat Ihrer Familie die Freigabe erteilt. Aber Sie sollen sich beeilen. Ich danke, Commander. Vielen Dank. Ja, ja, gern geschehen. Wir spielen ja immer den guten Samariter sehr gerne. Ach so, man bekommt natürlich für diese Aktionen ja auch, wie gerade eingeblendet wurde, einen Ruf. Das sieht man hier ganz links. Der blaue Balken ist praktisch ja, der gute Ruf und der rote ist eigentlich der schlechte Ruf, also sprich gut und böse. Das steigert sich dann hoch bis auf Maximum, je nachdem. Ich sehe gerade, hier gibt es noch 7 Punkte, das seht ihr rechts oben. 7 Punkte, die man hier verteilen kann, das machen wir gleich mal. Und zwar Fitness ist immer gut. Und Verbrennung ist auch gut. Erhöht den Schaden, ja, mehr Schaden ist immer gut.
Alles klar, dann ist das auch erledigt. Sie sind angeblich auf dem Weg zu Kolonien der Durianer. Was gibt es hier? Ah gut, hier, das ist praktisch eine ganze Wand voller vermisster Personen. Ja, da können wir gerade nichts ausrichten, also geht es mal weiter. Hier ist auch, ein Tummelplatz allerlei verschiedenster Rassen. Und extrem viele Leute tummeln sich hier herum. Okay. Was gibt's denn hier? Hier gibt's nirgends etwas. Hier öffnen sich natürlich auch nach und nach einige Aufträge und kleine Missionen. Aber aktuell gibt's hier gerade nichts. Schauen wir hier hinter noch. Überprüfen wir mal die Medigel-Vorräte. Jawohl, Sir. Und haben wir schon was vom Krankenhaus gehört? Die Chirurgen dort sind alle beschäftigt. Ah, Garrus. Shepard. Was ist los? Der Rat nimmt unsere Verwundeten auf. Sie können sonst nirgends hin. Wie schlimm ist das? Mehr Tote als Verwundete. 85% gefallen. Wir brauchen bald eine Leichenhalle. Reaper verursachen keine Fleischwunden. Tun Sie Ihr Bestes für sie. Ein paar kommen sicher wieder auf die Beine. Aber der Rest? Mehr als Mitgefühl haben wir nicht. Was Neues von Ihrer Familie? Nein, aber ich hoffe weiter. Was ist mit Ihnen? Auch erste Verschleißerscheinungen? Ganz ehrlich, es war hart. Vergessen Sie bloß nicht, Luft zu holen. Der Krieg ist längst nicht vorbei. Ja gut, das war mit Garrus. Jetzt gehen wir mal weiter. Hier tummelt sich, glaube ich, auch James, oder? Nee. Ja, und zwischendurch tummelt er sich hier mal. Egal. Gut, das war jetzt mal der Dock-Bereich. Gehen wir mal weiter. Es gibt hier momentan nicht so viel zu sehen. Was haben wir denn? Präsidiumsunterhaus und die Zitadellbotschaften. Dann gehen wir zuerst mal zu den Botschaften und kommen gleich wieder in die Mega-Ladezeit mit rein. Oder doch nicht? Ne, doch. Schade. Im ersten Teil konnte man hier diese große Halle zumindest teilweise besuchen. Die große Halle hat nämlich auch die ganzen verschiedenen Bereiche verbunden. Jetzt geht man einfach in Aufzug und jetzt und landet einfach da, wo man hin will. Gut. Ankunft bei den Präsidiumsbotschaften. Da sind wir. Wohin geht's denn? Ach egal, schauen wir hier. Hier ist wieder der Infoterminal. Aber ich brauche Beweise. Ich begreife die Lage durchaus. Natürlich lese ich täglich die Namen der Gefallenen, aber... Bitte, eine Fortsetzung der Suche könnte für meine Familie ein Leben in Frieden bedeuten. Wird jemand im Einsatz vermisst? Mein Sohn Bilal. Und die Bürokratie hat offensichtlich kaum Mitgefühl. Ich bin Botschafter Dominik Osoba. Der Trupp meines Sohnes kehrte von einer Mission auf Benning ohne ihn zurück. Sie trinken im Flux, sehen mir aber nicht in die Augen. Ich bezahle für jede Information. Falls Bilal noch lebt, wollen wir ihn zurück. Falls nicht, können wir beginnen, ihn zu betrauern. Wenn ich was finde, gebe ich Bescheid. Danke. Dadurch komme ich in jedem Fall etwas zur Ruhe.
Okay, das sag mal, der gruselige Botschafter mit dem irren Blick und dem künstlichen Gelaber. Naja, gut. Aber macht nichts, es gibt eine neue Nebenmission. Teilen Sie bitte dem Primat mit, dass das Wohlprotektorat das Allianzprojekt unterstützen möchte. Ah, gut, ich dachte ich mir gerade, es gibt doch hier gleich wieder eine Mission. Leider ging er im Würgeschlund verloren. Dennoch sind wir entschlossen, sowohl dem Turianischen Reich als auch der Wir haben die Nebenmission ja schon bekommen. Und das Schöne ist, wenn man mehr Nebenmissionen bekommt, kann man auch mehr Systeme anfliegen. Und das ist natürlich auch praktisch, weil man da noch mehr ausräumen kann aus diesen Sternensystemen. Das schauen wir uns bei einem der nächsten Male noch an. Weil man natürlich in der Galaxie nicht nur die ganzen Action-Einsätze hat, sondern da kann man natürlich auch einiges an Zeug abstauben. Du sollst mich Theresa nennen. Gut, jetzt geht's erstmal Richtung Botschaften. Hier drin ist der Sicherheitsdienst. Wir haben hier keinen Komplott gegen die Menschen, Miss Al-Jilani. Der Rat gibt im Moment einfach keine Interviews. Sicherheit und der Rat verweigern meinen Zuschauern den Zugang. Das hat Folgen. Ich habe auch keine Lust, zwischen Paparazzi und Politikern den Torwächter zu spielen, Lady. Ich bin nicht deren Babysitter und ich halte nicht ihr Händchen. Ich werde da draußen zelten, bis ich vorgelassen werde. Schön. Haben Sie einen Schlafsack dabei? Commander Shepard! Commander! Die Menschheit hat Fragen! Scheiß Presse. Sie wahren also den Frieden? Ja, ich fühle mich wie ein besserer Türsteher. Für die meisten wäre das ein Aufstieg. Eingepfercht mit all diesen Stockfischen? Ich wäre lieber wieder auf der Straße. Mehr Geld ist ja gut und schön, aber Politik liegt mir nun mal nicht. Politiker sind das Unkraut der Galaxie. Als Aufkleber käme der Spruch sofort auf meinen Schreibtisch. Das mit der Erde ist furchtbar. Finde ich auch. Ich war ewig nicht dort. Vielleicht war's das. Wenn das nicht das Ende ist, sind wir zumindest nah dran. Ja. Oh. Ich bekomme 2 Punkte als Abtrünniger. Tja. Nur wenn man sagt, dass Politiker das Unkraut der Galaxie sind. Oder wie war das? Naja, egal. Halt, hier steht noch ein Salarianer. Was willst du? Commander Shepard, John Dimbau, Special Tactics and Recon. Ich habe Informationen, dass hochrangige Hanar-Beamte indoktriniert sein könnten. Das ist eine schwere Anschuldigung. Was haben Sie? Beweise für einen Angriff eines Allianzteams auf eine batarianische Forschungsstation, die Reaper-Technologie studiert hat. Die Batarianer hatten Reaper-Technologie? Der Angriff endete in einem Massaker. Und die Menschen hatten am Ende nichts. Ein Stromausfall sollte den Vorfall vertuschen. Es hätte Krieg gegeben, wenn die Batarianer es rausgefunden hätten. Aber wieso belastet das die Hanar? Sie unterhielten geheime Handelsbeziehungen zu den Batarianern und haben die Allianz zu der Station geführt. Wir vermuten, dass die Hanar-Agenten mit Batarianer-Tech entkommen sind. Laut ihren Berichten über die Reaper könnten sie bereits indoktriniert sein. Wer ist Ihre Quelle für das alles? Ein Waffenhändler. Donovan Hawk. Unangenehmer Kerl, aber die Daten waren es wert. Ich habe es jetzt mit einer galaktischen Bedrohung zu tun. Ist Ihnen das die Zeit wert? Absolut. Die Hanar sind eine wichtige Finanzmacht. Außerdem schirmt Ihr Sektor den salarianischen Raum ab, der sonst angreifbar wäre. Der Hanar-Agent ist jetzt ein Diplomat auf der Citadel. Ich kenne seinen Namen nicht. Und bei einer offiziellen Anfrage wird er untertauchen. Wir jagen ihn also. Ich verfolge verdächtige Übertragungen zur Hanar-Heimatwelt. Sie könnten mir helfen. Mal sehen, was ich im Spectre-Büro rausfinden kann. Danke, Shepard. Und noch was. Nicht jeder hat Ihre Sorge wegen der Reaper angezweifelt. Ich hoffe nur, es ist nicht zu spät. Aha. Der Hanar-Diplomat. Und das Gute ist, Shepard hat es schon erwähnt, es gibt hier ein Spectre-Büro. Das ist gleich hier. Praktisch, ja, ein Büro für ihn. Ja, Büro ist übertrieben. Das ist ja eher eine, naja, es ist mehr eine Wartehalle und ein Schießstand. Der ist hier drüben. Den schauen wir uns gleich an. Jetzt geht's erstmal hier an diese Terminals.
Überwachung der Hanar-Botschaft. Okay, ja, das aktivieren wir gleich mal mit Y. Gut. Shepard, ich gehe die Sicherheitsberichte durch. Können Sie die Übertragung der Hanar-Botschaft überprüfen? Wird gemacht. Irgendeine Idee, was Sie zu finden hoffen? Verdächtige Übertragungen. Daten außerhalb der üblichen Botschaftsangelegenheiten. Wir haben also keine... Wir werden es hoffentlich erkennen, wenn wir es sehen, Commander. Aha. Na gut, das werden wir ja sehen, was wir sehen werden. Jetzt Spectre-Ausrüstung, das ist natürlich viel, viel cooler. Oh, aber, das ist ja brutal teuer. Also, hier gibt es recht schöne Waffen. Pistole, Schrotflinte und Scharfschützengewehr. Aber 250.000 Credits, das können wir uns nicht leisten. Ja, da gehen wir gleich wieder. Das ist ja völliger Wucher hier drin. So, hier gibt es die Schießanlage. Die gleich mal nachgeladen werden muss. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Ach so, da ist er gleich in Einsatzklamotten. Gut, Zielsteuerung benutzen. Hä? Ach so. Hä? Achso, hä? Zur Entfernung zum Ziel? Ah, ach so, da kann man das Ding wegfahren. Und man kann hier rumballern. Zum Beispiel mit dem Scharfschützengewehr hier. Ja, das wirkt jetzt natürlich ein bisschen, ja, sinnfrei. Man kann natürlich hier das Zielen üben, aber eigentlich das Coole hier... Und, ja, was kann man nachladen? Das Coole ist hier natürlich, man kann verschiedene Waffen ausprobieren. Weil man ja hier natürlich, hier kann man ja auch hier mal eine Schrotflinte mal ausrüsten und noch eine schwere Pistole oder sonst irgendwas. Und die kann man natürlich gleich ausprobieren. So, wir haben jetzt drei Waffen dabei. Hier kann man jetzt, ja... auf die Schrotflinte. Moment, das muss ich anders machen. Das muss so sein, ne? So. Okay, gut. Ja, und was lernen wir daraus? Eine Schrotflinte macht einen ziemlichen Kavum. Aber ich mag keine, deswegen kommt das Ding wieder weg. Insbesondere, weil es das Aufladetempo verlangsamt. So. Gut, das war der Schießstand. Jetzt geht's gleich wieder raus. So, zurück im Spectre-Büro, gleich raus hier. Hier, das habe ich auch noch nicht gezeigt, glaube ich, das ist die Karte. Es gibt hier sonst nichts mehr. Doch, es gibt noch das Büro des Ratsmitglieds der Erde auf der Nummer 2. Aber mit dem habe ich jetzt überhaupt keine Lust zu reden. Hier vielleicht noch schauen. Hier gibt es nichts. Das ist das Eck, in dem es nichts gibt. Hier gibt es nichts zu sehen. Bitte gehen Sie weiter. Ja, dann beenden wir hier mal den Rundgang auf diesem Deck. Oh. Commander Shepard. Commander, die Leute von der Allianz haben Fragen. Ja, das hier ist die super nervige Reporterin, die es schon in vorigen Teilen gegeben hat. Dann... reden wir mal mit ihr. Commander Shepard, Kalisa bin Sinan al-Jilani. Ist es wahr, dass Sie beim Angriff der Reaper auf der Erde waren? Warum sind Sie geflohen, während Millionen auf der Erde sterben? Ist das alles, was wir von der Allianz erwarten können?
Ich will Hilfe für die Erde holen. Für alle. Und was ist mit all jenen, die leiden müssen, während Sie mit dem Rat Politik spielen? Wie können Sie hier stehen, während unsere Familien sterben? Was werden Sie tun? Dasselbe, was ich seit 3 Jahren tue. Einen Weg suchen, um die Reaper aufzuhalten. Holen Sie sich Hilfe, Kalisa. Ich habe zu tun. Und schon ist sie verschwunden. Naja, zumindest ging das schnell, weil sonst gab es immer Interviews, wo sie einem das Wort im Mund verdreht. Diese nervige Frau. Jetzt geht's mal noch ins Präsidiumsunterhaus. Das klingt auch super langweilig. Präsidiumsunterhaus. Also eigentlich ist das auch eher so eine Aussichtsplattform mit einigen Wohnungen und ja, es gibt relativ viele Leute hier, die sich hier tummeln. Aber da gucken wir gleich mal rein. Ankunft im Präsidium Unterhaus. Eine halbe Ewigkeit an Ladezeit später sind wir schon da. Aha. Gut, dann schauen wir erstmal hier hoch. Was gibt es denn hier? Ah, Moment, hier gibt es Pfeile. Können wir denn nichts anderes machen? Das Militär braucht jeden, den es kriegen kann. Keiner von uns kann kämpfen. Mackenzie ist Biotiker, Dave und Graham gehen öfter auf den Schießstand. Oh, und Orion kauft ständig Mods für seine Schrotflinte. Mit der er noch nie geschossen hat. Ich mag unsere Freunde, aber wir sind nicht für den Kampf geeignet. Es ist nur... Ach, die Allianz kann ihre Hilfe gebrauchen. Es gibt auch außerhalb der Kämpfe viel zu tun. Danke. Wer war das? Der erste Spectre der Welt. Tja, wer war das? Überteuerte Preise verlangen. So. Alaphon, was will denn der? Jetzt zu verkaufen wäre unklug. Mir ist durchaus bewusst, was gerade geschieht. Laden Sie sie im Mutancluster ab. Und dann würde ich dazu raten, an einen sichereren Ort zu reisen. Ja, was auch immer du sagst, du kleiner, lustiger Bursche. Ich würde nicht zu besiedelten Welten fliegen. Größere Kolonien scheinen bevorzugte Ziele zu sein. Wenn Sie zur Citadel kommen wollen, machen Sie es bald. Na klar, besuchen Sie mich. Ich werde geschäftlich noch einige Zeit hier sein. Ja, bla bla bla, okay. Jetzt schauen wir einfach mal seinen Laden an, was er hier so da hat. Eine Schrotflinten-Schreddermod, Pistolen-Großkaliberlauf, Cerberus-Sturmpanzerung. Ah, okay. Das ist eigentlich praktisch eine komplette Panzerung. Die hat natürlich schöne Modifikationen, also schöne Boni. Aber die gefällt mir nicht. Automatischer Fischfütterer. Super praktisch, weil in der Kapitänskabine gibt es ja ein Aquarium und man kann sich Fische kaufen. Die gibt es... Die gibt es bestimmt... Ja, die gibt es hier. Hier zum Beispiel einen Koi-Karpfen kann man hier kaufen. Ach, ich kaufe den gleich mal. Dann wird der automatisch im Aquarium abgeladen. Allerdings muss man den regelmäßig füttern, sonst schwimmt er oben auf und zwar mit dem Bauch nach oben. Ja, und deswegen gibt es hier, schauen wir nochmal rein, einen automatischen Fischfütterer, der uns diese Arbeit abnimmt. Kostet auch nur 25.000. Danke, ja. Schauen Sie mal wieder vorbei. Ich wusste nicht, dass ein Aquarium-Hobby so teuer sein kann. Aber jetzt wollte ich eigentlich noch gucken, was es hier gibt. Konzentrationsmodul für Präzisionsgewehr. Klingt gut. MP-Magazin-Upgrade. Ja, klingt auch gut. Zielfernrohr klingt auch gut. Blood Dragon Panzerung. Ah, da haben wir kein Geld mehr dafür. Ah, aber wenn man das genau anschaut, Blood Dragon. Das kennt man. Das kennt man aus Dragon Age. So eine Rüstung aus Dragon Age, also aus einem anderen Spiel, der von Entwickler, nämlich von BioWare.
Ja, die können wir uns mal kaufen, wenn mal wieder Geld in der Kasse ist. Ich denke, jetzt geht's erstmal hier weiter. Es lief schon nicht gut, bevor er in den Einsatz geschickt wurde. Und wenn ich vorgehe, über die Videos zu freuen. Wo ist der Gewerbebanner? Wenn wir von Finanz-V ist, ja, gehen wir hier mal runter. Ja, wie gesagt, hier gibt es jetzt im Grunde eine kleine Aussicht. Was gibt's hier? Gibt es noch eine Bar? Da gibt es aber auch nichts. Okay. Was ist hier noch? Oh, und hier gibt's was. Ah, die Liara sitzt da. Ah. Noch bei der Arbeit? Eins führt zum anderen. Dabei wollte ich eigentlich ein wenig die Aussicht genießen. Beim letzten Mal war das Präsidium nach dem Angriff der Sovereign ein Schutthaufen. Ich habe das Präsidium kaum gesehen, bevor es halb zerstört war. Und nach dem Aufbau war schon wieder Zeit für die nächste Invasion. Die Citadel hat diesen Krieg noch nicht erlebt. Wir sollten das Wichtigste einlagern, solange wir können. Zum Beispiel? E-Zero, schwere Waffen, Söldnertrupps. Praktisch. Gefällt mir. Sie könnten mal mit dem Volus Balavon in seinem Büro reden. Er kennt Söldner, die sich uns anschließen würden. Ja, das haben wir gerade gemacht vorhin. Das war dieser kleine, dicke Mann. Gut. Was gibt's hier? Gibt's nichts. Schauen wir hier runter. Hier stehen auch überall Leute rum, die momentan vielleicht noch nichts zu sagen haben, aber das kann sich ändern im Laufe der Zeit. Aber ich sehe gerade hier eine sexy Roboterfrau, nämlich Edie. Hallo, Shepard. Sieht aus, als würden Sie Daten sammeln. Diese Annahme ist korrekt. Etwas Weltbewegendes, die Unmenschlichkeit des Menschen, ob es eine objektive Realität gibt, was in der Art? Ich spiele Szenarien durch, um Jeffs Verhalten zu verstehen. Ich glaube, dass er starke Gefühle für mich hegt, aber er hat noch mit niemandem darüber gesprochen. Shepard, Sie haben sexuelle Erfahrungen aus erster Hand. Woher wissen Sie, wenn jemand emotional engagiert ist? Das zeigt sich an verschiedenen Dingen. Man muss ständig an die andere Person denken. Man bittet sie um Treffen, macht Geschenke, hört eine bestimmte Musik. Ich brauche aber nur Hardware- und Software-Upgrades. Und für meine Kernprogrammierung ist Musik völlig bedeutungslos. Vielleicht sollten wir besprechen, wie wir Jeff zu einer emotionalen Bindung bringen. So macht man das nicht. Es muss natürlich ablaufen. Die Chemie muss stimmen. Verstehe. Es gibt zahlreiche Stoffe, die ich injizieren könnte, um die gewünschte Emotion zu erzeugen. Nein, Sie sollten ganz entspannt etwas tun, was Sie beide mögen. Etwas Einfaches. Humor zum Beispiel. Korrekt. Ich werde mich informieren, ob es irgendwo auf der Citadel Comedy-Shows gibt. Scanne. Meinen Sie, er würde der Mann, der sich aufhängte, mögen? Es geht um einen liebeskranken Schönheitschirurgen. Edie, wichtig ist, dass man Spaß hat, egal was man macht. Und wenn Sie Spaß daran haben, hat er ihn wahrscheinlich auch. Dann ist das Resultat eine Unbekannte. Aber Sie meinen, ich sollte es trotzdem versuchen. Niemand hat sich je verliebt, ohne ein wenig Mut zu beweisen. Verstehe. Ich denke, meine Chancen haben sich ihretwegen verbessert, Shepard. Danke. Ja, gut. Wie man hier sieht, ist man auch noch die Seelsorge des Schiffs, weil natürlich die Schiffsmannschaft sich hier rumtreibt und hier ihre Problemchen hat. Ja, Joker sitzt da hinten, den ignorieren wir mal. Ja, ach, gehen wir lieber shoppen. Das macht mehr Spaß. Ultraleichtmaterialien, Großkaliberlauf. Modell der Citadel. Alle lizenzierten Jägerinnen erhalten auf Anfrage einen Profirabatt. Weidmanns Heil. Solche es gibt überall diese Schiffsmodelle, die gibt es dann auch in der Kapitänskabine. Tut mir leid, ich kann Ihnen nicht helfen. Gotta catch 'em all. Aber Ihr Geschäftsführer hat gesagt, ich bekomme von Ihnen eine Rückerstattung, wenn ich einen Termin mache. Sie stehen nicht auf meiner Terminliste und Sie haben keinen Rechnungsbeleg.
Hören Sie, er wird nicht weggehen. Je früher Sie ihm die Rückerstattung geben, desto früher können Sie nach Hause. Ja, Sie haben recht. Ja, das haben wir auch. Ah, hier gibt's noch was zum Kaufen. Kaufen. Pistole, Pistolensilfernrohr, MP-Zelle, das brauchen wir nicht. Hier gibt's noch mehr. Sturmgewehrlaufverlängerung gekauft. Sturmgewehrpräzisionszilfernrohr. Zungenbrecher. Präzisions, ja, das wird gekauft. Alles wird gekauft hier. Amax Arsenal Schulterschutz. Waffenschaden, Kopfschussschaden. Einzelheiten finden Sie auf unserer Internetseite. Beinschienen gekauft. Gut. Der Laden ist leer. Und damit beenden wir hier mal diesen kurzen Rundgang. Was gibt es hier noch? Hier gibt es bloß einen grimmigen Turianer, der an seinem Computer nichts tut. Gut. Das ist problematisch. Wir müssen irgendwie die Wärmeeinheiten stabilisieren, damit die Wassertemperatur konstant bleibt. Die Lage der Kolonie ist für unsere Spezies alles andere als ideal. Das Gelege ist in Gefahr, wenn wir nicht bald handeln. Wärmeeinheit, Stabilisatoren braucht der Mensch. Ich meine nicht Mensch, das ist ein Salarianer. Gut, ja, wie gesagt, wenn man überall den Leuten ein bisschen hier zuhört im Vorbeilaufen, kriegt man schon allerlei Missionen mit. Hier oben gibt es noch Appartements. Die sind allerdings alle zu, es sei denn, es gibt gerade hier irgendwo einen Auftrag. Den gibt es allerdings gerade nicht. Und er schaut sich hier diese spannende Tür an. Wahnsinn. Ja. Und deswegen sind wir jetzt auf diesem Deck fertig. So, zurück zum Aufzug. Und dann schauen wir uns jetzt das letzte Deck an. Nämlich die Bar Purgatory. Purgatory heißt das. Okay, nicht Purgatory. Okay, auch gut. Ist mir aber egal. Okay, ja, hier draußen stehen bloß die Leute blöd rum. Dann können wir mal reingehen. Ich hätte nicht gedacht, dass ich wieder von Benning runterkomme. Ah, schon wieder eine Nebenmission. Vorbeilaufen mitbekommen. Ja, das nenne ich mal Disco. Nicht so eine verschwitzte und staubige Bude, wie man sie sonst vielleicht kennt. Oh, was ist hier? Sie geben also zu, dass Sie und Ihre Leute illegal hier sind. Ja, und C-Sicherheit hat das schon nach 3 Wochen gemerkt. Mir ist egal, wer Sie sind. Für Sie gilt das Gleiche wie für alle anderen Flüchtlinge. Kommen Sie mit. Ich glaube nicht. Schirk, ich brauche die Asari-Ratsherren. Aria, was verschafft mir die Ehre? Ich soll die Einwanderungsformalitäten durchlaufen. Verstehe. Formalitäten erledigt. Ist sonst noch irgendetwas? Nein, vielen Dank. Jederzeit. Wir sind hier wohl fertig. Gute Show, was, Shepard? Es gibt nur eine Regel auf der Citadel, was? Sieht so aus. Ich hasse diesen Ort. Schrecklich verklemmt. Warum sind Sie dann hier? Cerberus hat mir Omega gestohlen. Der Unbekannte steht auf Platz 1 meiner Abschussliste. Er bezahlt für jede Sekunde, die ich in dieser Bürokratiehölle verbringe. Also ich würde dafür Rache wollen. Schön, dass wir uns einig sind.
Ich hole Omega zurück, aber dazu komme ich noch. Für Sie habe ich einen Vorschlag. Ich höre zu. Es ist doch so. Wenn Sie die Reaper nicht besiegen, sterben wir alle. Egal, wo ich gerade bin. Also will ich Ihnen helfen. Was bieten Sie mir an, Aria? Auf Omega hatte ich Bloodpack, Blue Suns und Eclipse unter Kontrolle. Jetzt laufen Sie Amok. Das will aber niemand. Vereinen Sie sie unter meiner Führung und Sie haben eine mächtige Armee für Ihren Krieg. Ich habe mit allen Gruppen eine Basis gelegt. Jetzt müssen Sie die Deals abschließen. Ein bewaffneter Verbrecher schießt dir immer in den Rücken. Sie haben bereits Waffen. Ich sorge dafür, dass Sie auf die Reaper gerichtet sind. Ich will Ihnen nur helfen. Überlegen Sie sich's. Besuchen Sie Nah. Er ist für das Bloodpack zuständig. Der Anführer der Blue Suns ist inkognito auf der Citadel. Er erwartet Sie schon. Und ich habe ein Abkommen mit Yona Sedaris, der Eclipse-Anführerin. Ihr Freund Commander Bailey muss sie nur aus dem Gefängnis lassen. Sie kennen Bailey wohl nicht besonders gut. Nutzen Sie Baileys Respekt aus. Eine professionelle Söldnerstreitmacht dürfte das wohl wert sein, oder? Bis dahin bin ich guter Laune. Melden Sie sich, wenn Sie was besprechen wollen. Okay, diese gute Aria, die bietet uns jetzt praktisch einen Pakt mit der Unterwelt an. Weil im Grunde ist sie die große Unterweltmacherin, sozusagen der Pate von Mass Effect. Ja, allerdings müssen wir hier diese anderen Verbrecherbanden irgendwie zusammenführen und schon helfen die uns gegen die Reaper. Gut, das ist natürlich auch noch eine schöne Mission. Ja, ah, da ist der James, der Gute. Aber eigentlich mag ich ihn gar nicht. Hey Commander, schön, dass Sie runter in den Dreck zu uns Frontschweinen kommen. Sie meinen, ich mag keinen Dreck? Ach, kommen Sie. Ich habe gar nichts gemeint, Commander. Sicher. Also, was haben Sie gemeint? Sehen Sie den Marines da? Keine Offiziere, nur die normale kämpfende Truppe. Und? Sie haben alle meine Drinks bezahlt. Wissen Sie warum? Aus demselben Grund, warum Sie verstummt sind, als Sie reinkamen. Ich sollte damit rechnen. Nicht viele haben geleistet, was ich geleistet habe. Und jetzt treffen Sie sie persönlich. Wenn Sie ihnen einen ausgeben, wäre das riesig für Sie. Mir gefällt, wie Sie denken, Lieutenant. Compadres! Hey! Der Commander will, dass ihr was trinkt. Auf ihn. Also, auf uns. Wer ist wie wir? Verdammt wenige. Und sie sind alle tot. Es ist mir eine Ehre, Commander. Danke. Aber wir sitzen alle in einem Boot. Und jeder muss seine Aufgabe erfüllen. Wohl wahr. Prost. Prost. Nicht schlecht, Shepard. Ich hatte gehofft, dass Sie den kennen. Danke für die Warnung. Ja, das freut mich. Danke für den Drink. Damit hätten wir das auch mal geregelt. Ja, gut. Immer die Untertanen. Hallo. Immer die Untertanen schön mit Alkohol versorgen und schon passt das. So, diese Dame hat mal wenig Sachen an und schaut doof. Da gehen wir gleich mal weiter. Hier, gut, das ist die Tanzfläche. Ja, aber eigentlich kommen wir damit schon mal zum Ende des Rundgangs auf der Citadel. Jetzt habt ihr schon mal alle wesentlichen Decks und Teile der Riesenstation gesehen. Und ja, deswegen... Oder haben wir da noch was? Nein. Ja, deswegen... beenden wir das Ganze. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Wenn euch das gefällt, könnt ihr das Ganze abonnieren. Und ich gehe jetzt noch kurz zum Tanzen.